Erstmal ist es ja nur Spitzenreiter für vielleicht eine Viertelstunde, je nachdem wie heute Abend die anderen spielen. Aber macht halt Spaß. Wir haben es letztes Jahr gemacht. Wir machen es dieses Jahr auch wieder ein bisschen Spaß mit. Wir wollen oben mitspielen. Ja, wir haben einfach einen guten Kader. Natürlich auch immer mal Verletzte. Es wird viel rotiert. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich oben mitspielen, Spaß am Fußball haben, die Liga ein bisschen aufmischen und ja, einfach Spaß am Fußball verbreiten. Wir haben zu viele Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben. Das ist das Entscheidende beim Fußball. Geht nun mal nur nach Toren und nicht nach guter Leistung oder guter Einstellung. Wobei mich freut das, du bist jetzt nicht der Erste, der das sagt. Es gab hier ein paar Neutrale, die heute in ihrer Funktion als Berichterstatter da waren, die alle sagen, dass wir offensichtlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben, den Gegner das schwer gemacht haben. Das sagt Sperber auch, das finde ich dann immer ganz gut und anerkennend, auch wenn es dann 4-0 ausgeht. Ja, hat uns einfach mal gefragt, ob wir eigentlich glauben, dass er uns zu Recht aufgestellt hat als erste Elf. Und ich glaube, da kann man, ja gut, Daniel hat sicherlich nichts zu tun bekommen, aber die 10, die auf dem Platz standen, haben sicherlich nicht ihr Potenzial abgerufen. Und das hat danach jeder versucht, ein bisschen besser zu machen. Und das hat man dann, denke ich, auch so ab der 60. gesehen. Ich habe gerade das den Jungs auch in der Kabine gesagt, dass wir uns nicht grämen brauchen, dass wir so hoch verloren haben. Wir sollen eher sollten eher das Positive mitnehmen, weil kämpferisch waren wir heute exzellent, läuferisch waren wir exzellent, von der Einstellung waren wir exzellent und das ist wirklich so, worauf wir aufbauen können und wollen und das müssen wir einfach mitnehmen.